Hi, der Achim von American Runabouts. Ich hätte immer wieder gefragt, wann macht es Sinn, Trockeneis zu strahlen und wann macht es Sinn, einfach nur Unterboden zu versiegeln, eventuell auch vorhandenen Rost einfach chemisch zu binden. Und jetzt haben wir hier gerade ein Fahrzeug auf der Bühne und das ist ein schönes Beispiel. Ich schalte die Kamera jetzt mal um und zeige euch das mal. So, hier sieht man jetzt also mal ein Fahrzeug, bei dem man eigentlich alles so zeigen kann, was es so an Problemen gibt. Hier ist relativ viel Kunststoff, also das fängt mit solchen Geschichten an. Auch hier die Sitzwannen zum Beispiel, ja, das ist Kunststoff bzw. Fiberglas, ja, und die sind hier auch mit einem Unterbodenschutz zugepumpt. Und ich sage ganz bewusst zugepumpt, weil das hier so eine Teroson-artige Schicht ist, die halt auch alles zudeckt. Und hier hat man jetzt zum Beispiel einen Stahlträger und da sieht man halt eben überhaupt nicht, also man sieht, dass der hier rostig ist, ja. Das ist zwar kein loser, blättriger Rost, aber ich sehe eben nicht, was hier drunter ist, ja. Hier sieht man zum Beispiel schon, also hier hat offensichtlich mal jemand irgendwie an der Aufnahme falsch aufgenommen oder so, hier gibt es auf alle Fälle eine Beschädigung, wenn jetzt hier Teroson oder was drüber gespritzt wäre, also da geht es nicht um Teroson, aber also diese bitumenartigen Unterbodenschutzgeschichten, dann könnte man das hier also zu pumpen, sage ich jetzt mal. Ja. Dann sieht man hier jetzt zum Beispiel im Bereich der Schweller, ja, die sind solide, aber sie haben eben Oberflächenrost. Ja, den sollte man auf alle Fälle in der Form entfernen. Also man sieht jetzt schon, wenn ich hier mit dem Finger drüber reibe, kann ich da was wegnehmen. Und also das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, also sofern es jetzt kein wirklich blättriger, grober Rost ist, dass es trotzdem sinnvoll wäre, hier mechanisch drüber zu gehen, also sprich Trockeneis zu strahlen. Ich zeige euch jetzt dann auch gleich, wie das aussieht, wenn es gestrahlt ist, bevor man hier mit einer Versiegelung anfängt. Ja. Auch hier diese Geschichten hier, das gehört auf alle Fälle gemacht. Ja, das geht da innen weiter im Rad, die ganze Radaufhängung. Ja. Solche Geschichten hier, auch da Oberflächenrost, aber der gehört auf alle Fälle gemacht. Solche Geschichten hier an den Schweißnähten, ja. Entlang. Das gehört auf alle Fälle freigelegt, gehört auf alle Fälle drüber gestrahlt, weil auch hier, da ist ein bisschen Lack drauf. Hier ist auch so ein bisschen Beschichtung, aber man sieht auch, dass das hier anfängt zu unterwandern. Ja, also ich kann hier, wenn ich da mit dem Nagel drüber gehe, sieht man, dass das weiter abspringt. Also auch das müsste man auf alle Fälle blank machen, bevor man hier anfängt zu versiegeln. Und wenn man sagt, naja, ich spare mir das, dann habt ihr zwar ein bisschen Geld gespart, aber unterm Strich wird auch diese Versiegelung keinen wirklichen Grip haben, sage ich mal. Und dann wird die wieder abblättern und insofern ist das kurzfristig gedacht. Ja, und da sieht man jetzt auch wieder ein schönes Beispiel für diese Pampe, die da drauf geschmiert worden ist, die halt alles zudeckt. Und die Versiegelung, die wir anbringen, die verdeckt eben nichts. Also jeden Schweißpunkt, jede eingeschlagene Nummer, aber auch natürlich jeden Fehler wird man danach sehen, was gerade bei wertvollen älteren Fahrzeugen auch für den TÜV echt wichtig ist, weil dadurch natürlich sichergestellt ist, dass hier nichts versteckt worden ist und ihr somit eine reale Werteinschätzung eures Fahrzeugs habt, auch gerade für den Fall des Wiederverkaufs. So, nächster Tag. Wie man sieht, es ist eine ziemliche Sauerei. Und ich habe jetzt gerade Pause gemacht und ich hatte auf der linken Seite angefangen und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen vorher-nachher Trockeneisstrahlen und erzähle euch da mal ein paar Details. So, also wie man sehen kann, der ganze Dreck hier am Boden, das ist das, was jetzt von vielleicht einem Viertel des Fahrzeugs runtergekommen ist. Ich gehe jetzt nochmal auf die rechte Seite, die ist unbehandelt. Ja. So sieht das aus. Ich glaube, das letzte Mal waren die Räder noch droben, als ich es euch gezeigt habe. So, da sieht man jetzt zum Beispiel auch noch, ich hatte ja gesagt, der Kunststoff, da sieht man also, dass auf dieser ganzen Kunststoffabdeckung diese ganze Pampe drauf war. Und ich war jetzt von unten, war ich schon mal dran und man sieht, das wird blitzblank. Also auch diese Stahlträger hier, die sind jetzt frei und eben so Details wie diese Nieten hier, ja. Wenn die ab sind, wenn die beschädigt sind, wenn da irgendjemand was anders reingehauen hat, das sieht man alles nicht unter diesem Unterbodenschutz. Man sieht oben drüber hier der Tank. Ja, da war ich schon. Ich bin jetzt noch nicht überall zweimal drüber gegangen. Vieles ist jetzt erst einmal. Ja, aber man sieht also schon, dass man hier plötzlich erkennt,
wie das Fahrzeug mal ausgesehen hat. Und jetzt sieht man hier auf der anderen Seite eben den Kotflügel. Und auch da ist es so, man sieht plötzlich diese ganzen Details hier, die Vernietungen, ja, wo der Kotflügel, jetzt fokussiert auf meinen Finger, wo der Kotflügel auf die eigentliche Karosserie aufgenietet worden ist. Man erkennt plötzlich alle Details hier, Schweißnähte, also auch eventuelle Beschädigungen. Und damit hat man natürlich plötzlich einen ganz anderen Eindruck von dem Fahrzeug. Also hier auch der Träger, die Schraube hier zum Beispiel, das war vorher nicht zu sehen, das war alles komplett zu. Da hinten sieht man jetzt die Wannen, die hinter den Sitzen sind. Die sind aus Fiberglas. Es gibt überhaupt keinen Grund, die mit dieser Pampe zu beschmieren. Und man sieht aber natürlich auch so Schweinereien hier, die vorher einfach nicht zu sehen waren. Also hier sieht man klipp und klar, dass jemand an dem Auto rumgebraten hat. Ja. Hier auch. Das sind alles Dinge, die beim Trockenerstrahlen rauskommen. Also hier, da der Teil ist jetzt noch nicht ganz freigelegt, aber man sieht schon, wo das Ganze hinführt. Ja. Und also von wegen unfallfreies Fahrzeug und solche Geschichten. Hier, also, das ist hundertprozentig nicht original. Hier haben wir dann die Wanne unter dem Sitz. Auch die jetzt freigelegt. Die ist in Ordnung, der fehlt nichts. Ja. Und da hat man jetzt zum Beispiel mal diese Fiberglas-Blattfeder. Im Vergleich der ungestrahlte Teil. Da hat man dann das Blech, das hier hinten die Feder schützt. Das ist jetzt also auch rechts nicht gestrahlt, links gestrahlt. Und hier ist jetzt mal die Feder auch schon freigelegt. Also wenn da jetzt irgendwelche Stressbrüche oder sonst was wären, würde man das eben auch gut sehen. Und ich glaube, das gibt euch einen ganz guten Eindruck davon, was man mit dem Trockeneis erreichen kann. Also hier jetzt zum Beispiel Schweller, ja, man hat sie auf der drüben Seite gesehen. Da ändert sich jetzt nicht so viel. Also ich meine, das ist hier alles Dreck, ja. Und eben dieser oberflächliche Rost, der geht natürlich weg. Aber dieser Oberflächenrost, der also quasi fest ist, der bleibt natürlich bestehen. Und dem rücken wir danach chemisch zu Leibe. Das zeige ich euch dann im nächsten Schritt. Mir ging es jetzt einfach darum, mal zu demonstrieren, wie das eben aussieht, wenn man dann anfängt mit dem Trockeneisstrahl. Also hier sieht man jetzt auch diesen Querträger, den habe ich jetzt bis zur Mitte gemacht. Die drübere Seite ist noch nicht gestrahlt. Und ich werde natürlich immer wieder gefragt, ja, braucht es das? Das kommt dann immer darauf an, was einem das Fahrzeug wert ist. Ja? Also ich meine, ich persönlich würde eben gerne wissen, wenn an einem hochwertigen Fahrzeug zum Beispiel solche Geschichten hier irgendwo drunter sind, die ich vielleicht nicht sehe, weil jemand einen Zentimeter dick irgendeinen Bitumen drauf geschmiert hat oder solche Sachen hier. Also ich würde das gerne wissen, auch bei Fahrzeugen, die vielleicht mal ein bisschen schneller bewegt werden. Wir hatten hier vor ein paar Monaten einen Kunden mit einem Jaguar, mit einem klassischen, der an Rennsportveranstaltungen teilnehmen wollte. Und im Rahmen des Eisstrahls kam dann raus, dass das Fahrzeug aus zwei Teilen zusammengeschweißt worden ist. Ich möchte damit nicht auf der Nordschleife unterwegs sein und würde das eben gerne im Vorfeld wissen. Insofern denke ich, dass das wohl investiertes Geld ist. Und wenn ich dann eben Bescheid weiß und auch wenn ich einem potenziellen Käufer darlegen kann, dass das Fahrzeug unten makellos ist und ich nichts zu verbergen habe. Ich strahle jetzt weiter, zeige euch dann das fertige Ergebnis und dann fangen wir weiter an mit der Beschichtung. So, wieder einen Tag später und das Fahrzeug ist jetzt komplett gestrahlt und tatsächlich ist die erste Schicht noch Wattrol drauf. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, also man sieht jetzt, dass sie tatsächlich komplett runtergestrahlt ist. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel recht schön, also das ist halt. Es ist gestrahlt, aber es ist immer noch rostig in Anführungszeichen. Und da ist jetzt eben die erste Schicht Overtroll drauf. Man sieht das ein bisschen glänzen, das ist dieses Öl. Das härtet komplett aus und dann kommt dann die zweite Schicht drauf. Und ansonsten, also hier sieht man es jetzt zum Beispiel wirklich massiv, wie das komplett alles raus ist. Also das ist hier tatsächlich noch ein bisschen Dreck. Also das Strahlen reißt natürlich Dreck lose, der dann auch teilweise wieder dran sitzt. Ja, da sieht man jetzt zum Beispiel aber dann auch sehr schön, das ist jetzt eben auch schon alles mit dem Öl eingelassen. Ja, also auch hier der Schweller und alles. Und teilweise sieht man dann auch, wo das wirklich stark eindringt. Da sieht man zum Beispiel eine trockene Stelle, da ist das Öl einfach komplett weggesaugt. Und da kommt jetzt noch eine zweite Schicht drüber.
Aber das Tolle ist eben, dass man jetzt wirklich alles sieht. Also da gibt es nichts mehr, was irgendwo versteckt ist, sondern tatsächlich ist also alles, was irgendwie zugepumpt war, ist freigelegt. Also hier zum Beispiel die Nummer, die hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Das war einfach nur alles gleichmäßig schwarz, ist jetzt alles raus. Und da sieht man eben auch wieder dann selbst die Markierungen von der Montage, von der ursprünglichen, werden da wieder sichtbar. Und ja, kriegt man also, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Gegenlicht funktioniert nicht. Wie so ein Fahrzeug aussieht, wenn es dann mal freigelegt ist. Und weil wir schon dabei sind, kann ich euch gleich noch einen Motor zeigen, den wir gemacht haben, damit der auch mal, der ist jetzt, das ist ein, aus einem Lancia Delta, ein Motor, den ich vorhin komplett gestrahlt habe. Und da sieht man also auch mal, wie sowas dann aussieht, wenn der komplett gereinigt ist. Also das ist tatsächlich schon ein Riesenunterschied. Und der ist halt jetzt auch wie wenn er gerade frisch zusammengebaut worden wäre. So, jetzt wieder Overthrow und dann weiter an der Corvette. So, ein paar Stunden später und die Corvette ist fertig. Ich habe den Zwischenschritt nicht gefilmt, ich bin aktuell alleine. Das ist aber wurscht, ich zeige euch das gleich an einem anderen Beispiel. Wir schauen uns das Fahrzeug jetzt mal an. So, es ist jetzt gerade an den Metallteilen, also ganz wichtig, ja, hier Rahmen, logischerweise Metall haben wir ja gesehen, das hier alles Fiberglas. Das Fiberglas ist jetzt einfach nur einmal schwarz gesprüht, logischerweise. War kein Rostschutz drauf, aber diese ganzen Geschichten hier, alles, was ihr jetzt gesehen habt, was erst rostig, dann gestrahlt, dann mit Overthrow, ist jetzt erst nochmal mit dem Primer behandelt worden. Das ist im Prinzip das gleiche Öl mit einem hohen Zinkanteil. Und dann ist da eben Chassislack drauf gekommen, wieder auf dieser Ölbasis. Und also diese Stellen, die ihr jetzt eben vorher auch gesehen habt, das ist jetzt halt alles sauber zu. Ja? Also auch hier, wenn man sich jetzt die Schweller und so anschaut, das ist jetzt halt alles wieder ordentlich. Hier der ganze Bereich, das ist jetzt alles einfach tipptopp. Die Lichtverhältnisse hier sind einfach mies. Aber ich glaube, man sieht das so ganz gut. Wahrscheinlich das von hinten filme. Also da sieht man jetzt eben, dass das alles vernünftig versiegelt ist. Und ich schaue mir das jetzt dann, lass die jetzt stehen. Morgen schaue ich mir die nochmal an, ob ich noch irgendwelche Stellen finde. Lass noch mal jemand anders drüber schauen. Dazwischen sieht man immer wieder mal als Ende unbehandelt irgendwelche Alu-Geschichten, die ich freigelassen habe. Kunststoff habe ich freigelassen, also hier zum Beispiel die Sitzschale. Ja, die habe ich jetzt nicht versiegelt, aber die ist halt einfach aus Fiberglas. Ja. Also das ist einfach Quatsch, die zuzuschmieren. Hier in den Rathäusern macht das natürlich aus optischen Gründen Sinn. Man hätte die sicherlich auch in Wagenfarbe machen können. Ich finde den Kontrast mit dem Schwarz jetzt aber gar nicht schlecht. Und ja, stört euch nicht an der Auspuffanlage, die fliegt jetzt als nächstes raus, kommt eine Edelstahlanlage rein. Da wir das Fahrzeug aber noch bewegen müssen und noch nicht alle Teile hier sind, haben wir die jetzt noch nicht rausgerissen. Das ist zwar ein bisschen mehr Gefummel jetzt beim Spritzen, aber das geht. Und auch über diese Edelstahl-Auspuffanlage gibt es dann entsprechend ein Video. Hier sind die Räder, die sind jetzt auch aufgearbeitet. Sind ganz gut geworden. Natürlich nicht neu, aber auf alle Fälle besser als vorher. Neue Nabenkappen gibt es auch. Mal gucken. Ja, das heißt, ich baue die jetzt zusammen und dann gibt es noch abschließendes Gesamtfoto. So, fertig zusammengebaut. Immer noch ziemlich dreckig. Und natürlich fehlt ein Haufen. Die Haube ist noch nicht wieder montiert. Das Vakuumsystem ist noch nicht fertig wieder zusammengebaut. Felgen sind jetzt wieder drauf. Sie steht gut da. Und auch wenn man das jetzt im ersten Augenblick nicht sieht, aber die Tatsache, dass die Radkästen jetzt vernünftig schwarz ausgespritzt sind,
macht trotzdem einen Unterschied als der ganze Dreck, der da vorher drin war. Also insofern ist das alles ganz gut. Die Sitze, die wir ja komplett neu gemacht haben, sind auch wieder montiert. Macht einen riesen Unterschied. Ja, die Türpaneele sind noch nicht wieder drin, weil die Fenster noch nicht drin sind. Und ja, viele Kleinigkeiten da. Der Schaltsack fehlt noch. Die Dichtungen sind noch nicht da. Spiegelglas fehlt, also 1000 Kleinigkeiten. Aber es geht voran.